Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge bei Barrabees. Heute mit was ganz Britischem. Ja. Besonderem. Wir sind in den Ultra-Lowlands, kann man sagen. Nämlich bei Cotswolds. Ja, das ist irgendwo bei Birmingham, die Ecke, ja, kann man sagen. Dort hat sich ein finanzstarker Investor oder wie auch immer niedergelassen, hat da seine Destille aufgebaut, soweit ich weiß. Das ist quasi die Andi Tümler-Story aus Deutschland. Nur von St. Kilian. Nur in England. Ja. Aber die haben nicht solche Flaschen hier. Brennblasenflaschen. Ne? Immerhin. Aber wir haben, und das ist das eigentlich Besondere, von einem lang und hoffentlich auch wertgeschätzten, zumindest von mir, Fan. Was soll das denn heißen? Ja, ich weiß nicht, wie du zu den Leuten sprichst. Ich finde den ich auch gut. Ich spreche nicht für dich. Der hat uns auf jeden Fall was zukommen lassen. Und zwar war der in England unterwegs und hat gesagt, ey, das hat er gesehen, das hat ihn angelächelt und er würde sich freuen, wenn wir das gerne mal für ihn verköstigen. Und in dem Sinne, vielen Dank, Jörg. Das wird natürlich jetzt ausgiebig intensiv unter die Lupe genommen. Ne? Ja, weckerhauen, getrichtert. Es gibt in dieser Verpackung drei Abfüllungen. Also wir haben mal nachgeguckt, es gibt natürlich ein paar mehr im Shop. Aber drei sind hier drin. Ich hoffe, ich kriege die jetzt raus. Jawohl. Das hier, Bourbon Cask, quasi in Anführungszeichen der Klassiker. Dann gibt es die Signature-Abfüllung. Und zu guter Letzt haben wir die Founders Choice. Was eigentlich alle drei auszeichnet, so von der Sache her, ist, dass das Getreide... Wir nichts zum Drehen haben. Doch, das lässt sich organisieren. Das ist gar kein Problem. Mach ich. Aber das Getreide kommt aus der Region, ja, aus der Region Cotswolds. Und das ist natürlich ein geiler Ansatz. Also wir kennen sowas von neuen Distillen zuhauf, ja, wenn wir jetzt mal nach Dänemark schauen, Richtung Stauning, da ist das auch ein schönes Markenzeichen. Und da hat es nicht geschadet, keine Ahnung, wie geil das jetzt aus England ist, wo das daherkommt, aber ganz ehrlich, ich glaube, die meisten Schotten, zumindest die schottischen Inseln, haben das ja auch vom Festland, das wird schon gut. Ich würde jetzt sagen, unsere Mission ist, hier alle drei irgendwie jetzt mal zu tasten. Ja. Und euch dann einen guten Einblick zu geben, ob die was können oder nicht. Pass auf, du schenkst ein und ich drehe in der Zwischenzeit. Oha. Kriegst du hin? Einen für unseren Kollegen Jörg im Gedächtnis. Und ob ich drehen kann, das wird sich jetzt zeigen. Kriegst du? Es ist wie bei diesen kleinen Klopfern, das kriege ich nicht auf. Oh, ich bin schlechter Part von dir. Glaubst du, Kott? Heißt, es schmeckt nach Kabeljau? Ich glaube, dafür steht das Kott im Namen? Ich glaube, es heißt Kotz und steht für Kotze. Das glaube ich. Jörg, du wirst richtig gewertschätzt hier. Deine ich bin für einen schlechten Part zuständig. So ist das schon. Das ist doch in Ordnung, oder? Ja, finde ich auch. Gut. Sehr schön. Dann für deine Sammlung? Ja, für die Sammlung. Genau, also vielleicht nochmal einen Satz dazu. Was haben die hier geschrieben? Ist das Bourbon Cask? Du hast mir es gegeben. Das sieht so falsch rum aus. Ist das Founders Choice? Ja. Sehr gut. Eggs Red Wine. Ich sollte das hier schon mal einstellen. Das ist sehr gut. Vielleicht haben wir noch mehr Gläser. Dann kann der schon mal atmen. Ja, ich glaube, das wäre. Also der Founders Choice ist natürlich alles Spaß. Ja, wir haben den extra jetzt eingeschüttet, weil das ist der letzte, der soll schon mal Luft kriegen. Genau, das ist wichtig. Und jetzt starten wir nämlich natürlich mit dem Signature, weil der hat nur 46, der in der Mitte, genau. Mann, ey. Ja, passiert dem Besten. Mann. Und schlechter Part jetzt wieder, oder was? Ich bin erstmal, ja, durchgängig? Immer. Ja, natürlich. Heieiei. Zieht euch warm an, Kotzwolds. Das kriege ich nicht differenziert. Wie heißt denn der Inhaber? Der Inhaber heißt Small Batch Release. Mhm. Und ich weiß es nicht. Ist aber auch ein klassischer Name. Ist mir aber auch eigentlich egal. Also. Naja, also ich fände es spannend, was der da wirklich tut. Ich meine, hier in Deutschland, bei St. Kilian, haben wir ein prominentes Beispiel. Der ist ja relativ aktiv, ne? Ist quasi wie ein Botschafter für seine Distille. Botschafter, aktiv. Ja, genau. Ob das bei denen ähnlich ist. Aber er bringt sich ja, wenn du so willst, nicht
aktiv in der Wertschöpfung, ja, glaube ich, des Produktes ein. Schuster, ja? Bleib bei deinen Leisten. Ja, genau. Also finde ich auch gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Welches ist denn jetzt mein Glas? Hier. Sehr gut. Alles klar. Ist das hier wieder der falsche oder was? Nein, weiß ich nicht. Was hast du in der Hand? Hast du den Signature in der Hand? Das hier ist der mit 46%. Ja, das ist doch gut. Damit fangen wir jetzt an. Mann, ey, bin alles, ich verwirrt. Alles gut. Jetzt geht's aber los. Signature. Dazu ein Satz. Was steht hier? Rich and fruity, okay. The first single malt whiskey ever distilled in the Cotswolds. Made from local barley. Das ist der Signature. Und von der Sache her ist es halt, wie gesagt, dass das komplette Barley da aus der Region kommt. Ja, für alle Whiskys. Ja, ja. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für den Signature. Ja, ansonsten... Ich taste ihn jetzt schon. Ja, ich auch. Ich finde, der hat ein verrücktes Aroma. Relativ mentholig. Aber der hat auch so eine scharfe, fruchtige Würzigkeit so. Also ich finde ihn primär kräuterig. Ja, ja, ja. Das ist bei mir so ein bisschen Kreuzkümmel vielleicht. Oh, das ist wirklich eine scharfe Pfefferminz-Hustenbonbon-Note. Junge, Junge, Junge. Ja. Also ich finde das echt stechend in der Nase. Ich auch. Junge, 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 der hat echt Wumms, muss man sagen. Also für 46% ist das Ding richtig am Brennen. Okay, jetzt langsam kommen ein paar andere Noten dazu, ein bisschen Fruchtigkeit. Ich habe so ein bisschen Banane. Ja, ein bisschen Bitterkeit, also Orangenschale bin ich jetzt in die Richtung. Ja, da bin ich dabei. Langsam verfliegt dieser erste Eindruck. Ja, ist nicht mehr ganz so scharf, finde ich. Kommt schon ab und zu mal ein bisschen wieder. Ich habe schon ein bisschen Holzigkeit. Bisschen Richtung Ananas vielleicht. So eine leichte Säurenote. Mhm. Aber ich hätte jetzt, also wenn ich das irgendwie nach Frucht zuschreiben wollen würde, gut, was ich ja gesagt habe, so ein bisschen, jetzt aber dann Obst, Banane, aber ansonsten. Ich so ein bisschen Pflaume da auf jeden Fall. Ja, ich würde mal gerne probieren. Ist relativ sprittig, ne? Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Okay. Du auch? Ich finde relativ sprittig noch. Also es ist nah an so einen New Mac Eindruck für mich. Ich trinke den jetzt. Schlunsch. Würzig. Hat auf jeden Fall was Holziges. Hat nicht für mich, also ja, Alkohol kommt gleich durch. Aber das, was er an Schärfe mitbringt, ist eher holzig. Und ist schon kratzig im Hals, auch im Abgang. Ich finde es jetzt aber gar nicht, also wirklich nicht wirklich negativ, kann ich sagen. Es gibt ja auch so diese Holzigkeit, wo du sagst, boah, da geht gar nichts mehr. Nee, ist so, ist so. Den finde ich aber ganz. Also ich finde ihn sehr getreidig im Geschmack. Jetzt im Unterschied zur Nase. Wobei jetzt, wenn man es einmal geschmeckt hat, dann kriegt es auch nicht mehr aus der Nase raus. Mhm. Mhm. Aber die Nase ist jetzt deutlich angenehmer, nachdem man ihn getrunken hat. Ah, doch. Das ist so. Im Abgang finde ich es ganz witzig, da kommen sehr, sehr künstliche Aromen für mich rum. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Hubba Bubba. Ich weiß nicht wie, aber ich habe diese Assoziation gerade. Aber der wird jetzt immer fruchtiger. Das ist gut. Also da hilft jetzt auch ein bisschen dann einfach, dass der Alkohol langsam verfliegt auf der Zunge. Hubba Bubba habe ich jetzt nicht ganz so. Aber das ist schon... Ja, Fruchtcocktail jetzt noch nicht, aber der hat auf jeden Fall was mit einer Schärfe auf jeden Fall. Ich glaube, Ananas trifft es eigentlich ziemlich gut, da, ne, diese Säure dann am Ende. Aber ich finde den Abgang auch relativ scharf und bitter.
muss ich sagen. Also Abgang, da halten sich für mich so die unangenehmeren Töne, die Waage mit den Fruchttönen, die wirklich ganz gut geworden sind. Aber so die Schärfe, eine leichte Bitterkeit, die auch schon ein bisschen ins Negative für mich umschlägt hier im Geschmack. Puh, würde ich mir nicht holen, ehrlich gesagt. Nee, das würde ich glaube ich auch nicht. Das ist der Signature, ich glaube, der kostet 45 Britenpfund die Flasche. Das nicht. Der erinnert mich an Rasai, wenn der nicht geglückt wäre. Wenn der Rasai nicht geglückt wäre? Ja. Der ist nicht geglückt. Ja, aber noch weniger. Sagen wir es so. Es ist einfach echt scharf. Es ist viel mundlos, was sich auch gar nicht richtig zuordnen lässt. Also man findet ein paar Fruchtaromen, man findet eine Säure, eine Bitterkeit, relativ scharf, alkoholisch. Also Säure ist auch echt viel mit drin, ne? Hm. Das ist wirklich spannend. Ja. Aber die Fruchtigkeit, die ich am Anfang auf der Zunge hatte, und die war wirklich schon nicht unintensiv, die ist jetzt so langsam verflogen durch diese Säure. Das ist war ein bisschen kontraproduktiv. Also am besten gefällt mir noch der Geruch inzwischen. Wenn man dem ein bisschen Zeit gibt. Die Zeit hätte er vielleicht auch ein Fass gebraucht. Ja. Was kostet das gute Stück? Was? War ein Geschenk oder was? Darfst du endlich nachfragen. Es ist gut, dass du mir überhaupt nicht zuhörst. Wie? Ich habe das vor 30 Sekunden gesagt. Vor 30 Sekunden? Ja, kein Witz. Und? Ich habe es vergessen. 45 Britenpfund die Flasche. Britenpfund? Ja. Ja, was macht das zu Deutsch? 50 Euro. 45 Britenpfund im Deutschen. Ja. Ja, 50 kann gut sein. Der ist übrigens, ich weiß nicht, ob wir es gesagt hatten, die Destillerie gibt es seit dem Jahr 2000. Ich vor 30 Sekunden gesagt. Ja? Nee. Und dementsprechend sind die Whiskys hier auch nicht sehr alt. Ne? Man glaubt so 4 Jahre oder so im Schnitt. Ist spannend. Ich bin am Überlegen, was man daran besser machen könnte. Was für Fässer steht da hier nicht drauf, aber wenn ich mich entscheiden müsste. Ah ja, ich kann mal hier hinten lesen, was hinten an Tasting Notes steht. Das passt auch ganz gut, sehe ich. Diese Holzaromen, die wurden hier Tannin, Rich Malt, Oils and Dark Sugar with lots of spice, caramelized Seville Orange Marmalade. Ach, guck mal. Long and... Was denn? Naja, ist ja ähnlich. Ja. Was auch immer das für ein Wort ist. With dark red fruits and a hint of treacle. Das hatten wir schon mal. Treacle. Ich weiß nicht. Hier steht aber drauf, was das ist. Treacle? Aged in Premium First Fill Bourbon and Ex Red Wine Casks. Okay. Denn mit den Tanninen macht das ja Sinn. Ja, die Bitterkeit ist völlig klar. Und die First Fill, die haben dem Ganzen die Schärfe gegeben. Ja, und diese Holzigkeit. Ja, also klar. Da schließt sich der Kreis. Ja. Ungewöhnliche Kombi für so einen dreijährigen. Also der First Fill. Oder für so einen Starter quasi. Der First Fill hat hier ganze Arbeit geleistet. Ja. Der hat, glaube ich, echt Holzigkeit reingebracht. Was nicht schlimm ist. Also wie gesagt, ich bleib dabei. Das ist meine Meinung. Ich finde hier die Holzigkeit jetzt nicht negativ. Aber es ist ein mutiges Ding, muss der ich sagen. Der ist halt einfach scharf. Das muss man einfach sagen. Und das kann man mögen, das muss man nicht mögen. Ich finde es in diesem Fall okay. Würde ich mir kaufen, der ist mir zu jung dafür. Ja. Also der ist noch zu nah an der Sprittigkeit, an diesem New Make. Bin ich dabei. Bisschen mehr noch, ein, zwei Jährchen mehr. Und ich glaube, dann hätte man mich damit. Glaube ich ehrlich. Hm. Ja. PPM ist gar nichts, ne? 0,0. Da wirst du heute auch nicht sehen. Ja. Die haben auch getorfte Abfüllung, eine. Aber die haben wir jetzt hier nicht mit dabei. Mhm. Gut. Ja, es gibt ja auch Beispiele. Da war das mit dieser Torfkomponente dann so, dass es die Schärfe ein bisschen entschärft hat. Oder dass das auch die Bitterkeit ein bisschen übertüncht hat. Ne? Also gerade bei jungen kommt man mit Torf in solchen Gefilden ein bisschen mit einem blauen Auge davon. Aber okay,
Ist ein mutiges Ding. Wo hattest du jetzt, da hattest du es gelesen. Ne? Ja, hinten drauf. Hinten drauf. Ja. Okay, ja, spannend. Mhm. Ja, cool. Pass auf, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten. Mhm. Das müsste jetzt der Ex-Bourbon oder First Fill Bourbon sein. Glaubst du? Kann das sein? First Fill Bourbon, ja. Willst du raten, wie viel Prozent? Ja. 59,1. Das ist richtig. Ich bin zu gut. Du hast dir damit einen Drink verdient. Danke. Uiuiui. Ganz andere Farbe. Färben die? Ist das kühl gefiltert? Glaube ich nicht. Riech mal. Glaube ich nicht. Ungefärbt. Aber kühl gefiltert. Darf ich mal kurz gucken? Also, das erste, was ich in der Nase habe. Tanne. Nee, Orange. Krass orangig. Ist, hatte ich selten. Also für mich ist ganz klar Tanne. Tanne? Auf jeden Fall, ja doch. Wo du es hast? Richtig krass. Aber ja, ich weiß, wo die Orange herkommt. Das ist so also, eine Mischung. Orangentanne, ne? Man kennt sie. Also irgendwie schon, ja. Aber es ist ein sehr geiler Geruch. Ja, es ist gut. Also hier, klar, das Kräuterige hatte der andere auch. Da war es eher Menthol für mich. Der hier hat das auch, aber smoother. Also wir haben jetzt einen First Fill American Oak Bourbon Cask. Ne? Und Filled and Cask Strength. Ach so, vielleicht zwei, drei Sachen zu denen noch. Die malten, also Barley kommt ja dann aus der Region. Gemaltet wird das woanders, nicht bei denen. Die haben jetzt keine Malting sozusagen. Und dann kommt das Produkt oder beziehungsweise die, sag schon, die Mühle. Das haben sie wieder, ab dem Prozessschritt sind sie dann wieder im Bilde. Malen das selber, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und klar, dann volles Programm natürlich. Und der Whisky wird in 71% ungefähr dann fertig destilliert. Aber, und so sagen sie es selber, ne, man könnte ihn dann schon trinken, der hat dann schon eine gewisse Fruchtigkeit, blablabla. Verdünnen es aber auf 63,5%, um es dann in die Whiskyfässer abzufüllen. Und dementsprechend, ja, ich glaube, also ich kenne das auch von anderen Destillen, dass man es runter verdünnt, bevor man es einfüllt in die Fässer. Ich glaube aber, ein guter Vorteil ist halt, dass du relativ schnell Flaschen oder trinkbaren Whisky in Cask Strength rausbringen kannst, den du halt an Mann bringst. Weil wenn du das mit 71 reinfüllen würdest, dann hast du halt nach 4 Jahren, hast du, keine Ahnung, einen 68-Prozentigen, ganz ehrlich, da schlackern einem schon die Ohren, ne? Von den Volumenprozenten. Ja, es gibt auch Stimmen in der Whisky-Szene, die sagen, das Produkt wird dann ein bisschen milder. Aber Marketing. Krass. Also echt Tanne. Schön. Also ich habe auch sonst nicht viel anderes, muss ich sagen. Ein bisschen. Also was ich hier bemerkenswert finde, ist, dass der... Nougat-Schokolade. Ja, auch das. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ehrlich? Das ist der Nougat-Schokolade. Wir ergänzen uns auch sehr gut für dich. Also du beendest einfach meine Sätze. Ich bin cooler Typ. Also schade. Nee, der hat ja 59,1. Also schon einen spürbaren Sprung im Alkohol. Aber ich finde in der Nase... Banane. In der Nase Nougat-Schokolade. Nee, in der Nase wirkt er trotzdem für mich weniger aggressiv, weniger scharf. Ja. Und das finde ich verheißungsvoll. Ja. Also ich sag mal so, der ist jetzt nicht ultimativ komplex, so um es mal negativ ein bisschen zu behaften, aber die 2, 3 Notes, die hat, die sind jetzt auf jeden Fall gut. Punkt. Beim anderen war es ja auch so, ne? Also im ersten Antritt hatte der vielleicht 2, 3 Notes, die sehr hervorstechend waren. Hier ist es auch so. Also der ist nicht breit gefächert erstmal, der hat einen starken Antritt in der Nase. Auch wieder leicht beißen, klar, das wird die Destille vielleicht auch nicht mehr los. Jetzt hast du aber auch 59,1, ne? Aber so ist es, ja. Ja, das ist fair. Slasche. Der brennt dich in der Nase, der brennt im Mund. Ich finde es nicht schlecht. Das ist krass. Ich verstehe nicht, warum. Aber auch hier diese Holzigkeit, Tanne, komplett auf der Zunge. Gewisse Salzigkeit. Also
nicht nur gewisse. Es ist, ich finde ihn sehr salzig. Und ja, es ist ein langer Abgang, auch Holzigkeit, ganz viel Holz, das was mitkommt. Hm. Aber irgendwie schmeckt es mir. Es ist verrückt. Also, finde ich gut. Bin überrascht. Andere Sache, der kostet jetzt 75. Eieiei. Würde ich es mir kaufen? Weiß ich nicht, aber ich finde den lecker. Also, der, ich meine, der wird auch seine 4 Jahre oder so haben. Ich weiß jetzt nicht genau. Das ist erstmal ein Brett, ne? Hm. Genau, und das ist jetzt auch nur in Anführungszeichen Bourbon Cask. Das ist jetzt auch nichts Überragendes an Fass. Exotischen Sachen, sag ich mal. Ich finde, die Nase wird jetzt ein bisschen schwerer, ein bisschen parfümierter. Wirklich ein bisschen mehr dunklere Töne. Ah, tut ihm aber gut. Also, vielleicht so dunkle, schwere Früchte. Hier bin ich eher bei Pflaume, aber vielleicht auch so Richtung Pflaumenmus. Ah. Hm. Ja, leichte also, Vanillenoten. Wenn man so ein bisschen dem Geruch nochmal eine neue Chance gibt, dann kommt diese Fruchtigkeit wieder ein bisschen durch und dann kommt aber einfach diese Tanne, ne? Hm. Schön. Lecker. Also gerade im Gegensatz zum ersten. Hm. Hui. Gefällt mir. Hm. Abgang. Auch das Gefühl jetzt im Mund. Ja. Beim zweiten Schluck deutlich angenehmer. Und der ist auch ein bisschen weniger flüssig, weniger wässrig im Mund, leicht öliger. Ja, öliger trifft's gut. Trotzdem alkoholisch, ne? Das muss man auch sagen. Gerade so zum Abgang hinten raus merkt man schon, okay, jetzt haben wir auch 59,1, ne? Was erwartet man? Ja. Der ist ein bisschen sprittig, kommt nicht ganz so jung daher. Mhm. Trotz Bourbon, einfach da ist die Tanne, die bringt da echt viel mit. Also ist fast selber. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Ich hätte die Notes jetzt auch nicht irgendwie Getreide oder New Milk richtig zugeordnet, ne? Ja. Er ist einfach sprittig. Ja. Aber weiter weg vom Ursprung, würde ich sagen. Ist ein besserer Whisky auf jeden Fall. Also den für 75 natürlich auf gar keinen Fall. Aber den hier für 45 Britenpfund, da könnte man drüber nachdenken. Also der hat so ein bisschen was Verbranntes noch im Abgang. Also angenehm, ne? Irgendwie so ein bisschen einfach so tatsächlich verkohltes Holz. Schön flambiert auf dem Grill irgendwie. So ein Holzschneidebrett. So ein bisschen in die Richtung. Oder Zedernholz vielleicht. Ja, Zedernholz. Wird noch geiler. Spoiler. Wollen wir erstmal den anderen dann trinken? Ich würde mir ein kleines Stückchen aufheben. Ich auch, ja. Für einen direkten Vergleich. Mhm. Den haben wir jetzt ja ein bisschen stehen lassen. Müssen jetzt auch nicht übertreiben. Der ist keine 25 Jahre alt. Insofern, ja. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt die Founders Choice. Ja. So. Ex Red Wine Casks. Punkt. Matured in Shaved, Toasted and Recharred. American Oak Red Wine Cask. Bottled at full cask strength. 59,1. STR. Schön. Mhm. Ja, Hammer. Also da, Hut ab. Weißt du doch noch gar nicht. STR, Red Wine. Ach so. Schön. Riechen wir mal. Also die Nase finde ich richtig aufregend, abgespaced. Verrückt. Das habe ich so, ich weiß nicht, noch nie, aber... Das ist sehr harzig. Das riecht man nicht. Ich muss sagen, das ist auch wieder, das ist die Tanne, die jetzt ein bisschen... Die Orange losgeworden ist. Geharzt hat gerade. Ja. Ich bin ein bisschen, ich muss sagen, da haut mich der zweite mehr vom Hocker. Ich bin komplett in einem Sägewerk, wo einfach Pinien gesägt werden oder Kiefern. Also es ist wirklich... Es ist so ein bisschen wie in so einer Sauna, diese, so ein Kieferaufguss. Ja. Finde ich, hat es was mit so... Ah, oh, ich habe... ach, wie heißt das denn? Es gibt auch ganz, ganz viel so ein Holz, wird hier aus Bayern benutzt, dem auch so Heilwirkung nachgesagt wird und so weiter. Zirbel, ja. Ach so. Zirbel. So riecht das Ding, wie Zirbelholz, Zirbelöl. Aber es ist halt ölig, ne? Also das ist schon ein bisschen künstlich. Ätherisch. Ätherische Öle, künstlich.
sowas habe ich echt in dem Whisky noch nicht wirklich wiedergefunden. Bringt aber auch eine gewisse Schärfe wieder mit. Klar, 59,1, man muss es sagen. Aber es ist, also wirklich, ich sehe mich eher in einer Sauna als gerade irgendwo, weiß ich nicht. Ja, also es ist wirklich dieser Aufguss mit ätherischen Ölen. Ja, ne? Und dann Zirbel, wirklich. Ja, ja. Zirbelkiefer. Kann gut sein. Wahnsinn. Verrückt. Was haben die hier Notes? In der Nase. Founders immer, ne? Mhm. Ja. Trockenes Heu. Ah, hier, Cut Wood. With dark chocolate, dried figs and sweet plums. Also ich bin nur beim Cutwood. Aber kommt vielleicht mit dem Geschmack, oder stand das nur bei der Nase? Das ist nur Nase. Okay. Ich will mal was trinken. Slunche. Slunche, wa? Alter. Vor allen Dingen im Mund. Oh, hört nicht auf. Ich bleib bei der Sauna. Das ist wie der Aufguss. Ich hab das Gefühl, mein Mund schwitzt gerade aus innen. Der ist ja verrückt. Das ist richtig komisch. Ey, das Mundgefühl ist richtig seltsam. Das ja, fühlt sich komisch. Im Mund so wie was an, das man nicht trinken sollte. Ja, das bleibt auch überall hängen gerade so, ne? So brennend im Mundraum. Man kennt das hier hinten im Rachen, aber ich habe es gerade oben noch am Gaumen und also es an fühlt der Seite. Sich so an wie Listerine im Mund, ja. Das willst du eigentlich wieder ausspucken, weil du denkst, das gehört da nicht hin. Der Abgang ist aber geil. Also mir hat der sehr gut gefallen. Spannend. Der hat auch wieder dieses Mal eine gewisse Salzigkeit, aber vor allem viel Süße jetzt mal mit. Ne, ich bin da dabei, irgendwie Pflaume oder sowas. Dunkle Schokolade, muss ich mal drüber nachdenken. Also was mit der Feige finde ich da auch so ein bisschen trockene, sehr, sehr starke Süße. Mhm. Ja. Puh. Es gibt ja diese, ist das Orange, diese eingelegte Orange? Oder das gibt es so als, ich sag mal, Nachspeise im Zweifel. So getrocknete Orange. So schmeckt das. Ich glaub dir das. Ja, ja, aber auch hier wieder, bei allen drei jetzt. Man kann sich jetzt drüber streiten, machen wir auch gleich, was ist Platz 1, 2, 3. Aber die sind alle von der Sache her erstmal eindimensional. Ist jetzt nicht so, dass die irgendwie ne, im Geschmacksprofil sich groß ausfächern. Aber spannend sind sie trotzdem alle mal, ne? Das muss man mal sagen. Und auch was wir jetzt hier gerade so beschreiben mit diesem exotischen Mundraumgefühl und ätherischen Öle. Ich glaube, das ist auch so ganz krassen Whisky, den man mögen bzw. lieben kann. Ich kann mir aber auch echt vorstellen, dass Leute sagen, Alter, was ist das denn für eine Scheiße, ne? Ja, also ich nicht. Mir gefällt's. Aber ich kann es mir vorstellen. Ist schon sehr speziell. Ich würde niemandem jemals empfehlen, davon eine Flasche zu kaufen. Sondern einen Sechserträger? Nee, also mehr als ein Sample oder ein Glas erstmal. Ja, also ich könnte von niemandem, den ich kenne, sagen, dem wird das gefallen. Weil das so anders schmeckt und scharf, ätherisch, geschnittenes Holz, Zirbel oder wie auch immer. Das ist so abgespaced. Ja, also ich glaube... Ein bisschen wie der Dreifaltigkeit. Ja, das ist ein hartes Brett. Ja, also es gibt manche lieben den und manche hassen den. Ach so, meinst du? Ja, okay. Also sehr kontroverser Whisky für mich. Mhm. Alle also, drei. Ist spannend, ich finde es cool, dass sie die so rausbringen, weil das heißt ja, die wollen ja dahin. Ne, diese Tannigkeit, diese Würze. Ja, vor allem der hier, ne? Was kostet der eigentlich? Der Founder's Choice. Ja, weil das ist ja sozusagen deren Spitzenreiter aus dieser Dreier-Serie. Absolut, ne? Wir hatten ja den ersten, der hat 45. Ja. Der zweite, der Bourbon Cask, hat 75 gekostet. Und der Founder's Choice, der kostet natürlich auch ungefähr 75, so die Ecke. Mhm. Ja. So ist das. Insofern. Ja, also, long story short, wollen wir die mal alle drei bewerten oder erstmal in so ein Ranking bringen und dann bewerten? Ja. Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, der erste Rotz ist Kotz, ne? Ja. Ist Kotz. Und dann kommen wir zu Platz 2. Was ist das für dich? Ich fange mal an. Vom reinen Geschmack her ist
der Bourbon Cask für mich eigentlich mehr trinkbar. Aber so von der, ich sag mal wieder, ne, Peng in die Fresse, exotisch sozusagen, da gefällt mir tatsächlich der Founders besser. Das hatte man auch so noch nicht. Finde ich gut. Also insofern nur alle drei, beziehungsweise beim ersten vielleicht nicht, aber alle drei, das sind keine Whiskys, die man den ganzen Abend wegsippeln kann. Sondern erstens sollte man gerade für die, die in Fassstärke abgefüllt sind, schon vorher was getrunken haben. Und zweitens, ich habe dann auch irgendwie langsam genug davon. Ja, ne? Das ist schon also, ja, für mich ist ganz klar, das hier ist der Schwächste, der ist einfach zu nah am New Make, also spaßig mit dem Red Wine und dem Bourbon, aber ich finde die Rechnung ist der hier der Erste, ne? Ja, der hier ist ganz klar der Schwächste. Also dieses Experiment ist nicht aufgegangen, Bourbon mit Red Wine für mich. Dafür ist er zu jung. Der hat Potenzial, ja, aber dafür ist er noch zu jung. Der danach, ein der bessere Whisky ist auf jeden Fall der hier. Founders Choice. Definitiv. Der für mich aber spannendere ist einfach der, den wir zuletzt hatten. Ich komme echt mit den Namen hier durch. Der ist ja völlig Panne. Zuletzt hatten wir den Founders Choice. Siehste. Also, das der ist hier der Bourbon. Ist definitiv der bessere Whisky. Der Bourbon jetzt. Der letzte, der so Tanne ist. Das ist der Founders Choice. Mein Gott, diese Reihenfolge hier. Können wir die mal so ordnen, wie wir sie getrunken haben? Ja, okay. Zuerst war... Das war der erste. Ja. Das war der zweite. Das war der Junge. Also, der hier ist ganz weit abgeschlagen. Das hier ist der beste Whisky aus dieser Dreier-Serie. Wie jetzt? Das ist der Bourbon? Ja, ja. Okay. Okay. Dann aber für mich spannender ist der hier. Also okay. Der ist nicht besser gemacht, finde ich, aber der ist einfach exotischer, einzigartig. Ja, ja. Dann der hat sind wir auf einer Geschmacksprofil, Wellenlänge. Relativ auch eindimensional, aber wirklich aufregend, finde ich was Besonderes. Ich würde die mal kurz bewerten. Ja. Also man einen Eindruck hat, wo die Reise so hingeht. Ich mache da ja auch keinen Schickimicki draus, ganz schnell im Schnelldurchlauf, deswegen auch von nicht hinten so. Nach vorne. Fangen wir mit dem hier an. Mhm. Den ersten. Signature. Nase war ein Mühe besser, deswegen da 76 und ansonsten 75, zack. So, dann kommen wir zum Bourbon. Hat mir gefallen. Aber Luft nach oben. Nase würde ich sogar, also Geschmack und so, hat mir sogar ein bisschen besser noch gefallen mit der Tanne, deswegen Nase 80 und dann machen wir Geschmack und Abgang jeweils 82. So, und dann kommen wir zu dem und ich gebe dem doch einen Punkt mehr, wobei ich hier mehr Potenzial sehe, aber das Exotische, das gefällt mir, das hatte ich so bisher noch nicht, deswegen kriegt er heute ein paar Pluspunkte und deswegen, Nase hat mich da jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, 82 und dann würde ich ihm im Geschmack 85, aber dann gebe ich ihm im Abgang 84 Punkte, so. Hm. So mache ich das. Ist Momentaufnahme. Punkt. Also der hier, Bourbon Red Wine, leider für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Zu Namen New Make ist für mich in der 70er Bewertung durchweg. Nase ist noch obere 70er, 78. Geschmack und Abgang kann er überhaupt nicht bei mir punkten. Da gebe ich ihm 75. Der hier wiederum macht das schon deutlich besser und runder, obwohl er eigentlich weniger Grundlage hat, ne? Also ich meine, das ist einfach Bourbon. Da gebe ich ihm in der Nase, war für mich auch wirklich schön. Ne? Tanne, Orange, gab es viel zu entdecken oder viel mehr als bei dem hier. Und die sind ja eigentlich alt. Da gebe ich ihm 80 Punkte und im Geschmack. Geschmack und Abgang geht es aber runter auf eine 78. Beim letzten... Die Nase ist unfassbar eindimensional, aber schon spannend. Ich gebe ihm da jetzt 80 Punkte. Im Geschmack finde ich ihn aber überhaupt nicht gut. Also da gebe ich ihm 77. Im Abgang finde ich ihn aber wieder besser. Der ist auch lang anhaltend, bleibt lange im Mund. Aber dieses Mundgefühl, das ist einfach nicht schön, den zu trinken. Das will man nicht länger. Also 77, wie gesagt, im Geschmack. Im Abgang geht es wieder hoch auf eine 80. Also was ich glaube, was man sagen kann über diese Destille,
so diese Tannigkeit, diese Holzigkeit in den Fokus zu legen und das auch immer wieder rauszukitzeln, das gelingt ihnen gut. Ich glaube, das scheint ja auch die Mission zu sein, sonst würde man das nicht so ab. So Unique Selling finden, Point, ne? Genau. Also irgendwo mit muss der vorstechen. Und ich finde das gut. Also es ist einzigartig, wo die Reise hingeht und ich glaube, das hat wirklich viel Potenzial. Die eine Konstellation mehr, die andere ein bisschen weniger. Ne? Also wie wir schon gesagt hatten hier, Signature ist jetzt, weiß ich nicht, ob der dann in Zukunft auch noch mit von Erfolg gekrönt ist, aber gerade die normale Bourbon-Serie, dann noch zu einem vernünftigen Preis oder halt ein bisschen mehr Alter, dann für 75, aber vielleicht irgendwie mal 12 Jahre, dann können wir drüber sprechen. Mhm. Und insofern finde ich super interessant. Vielen Dank an der Stelle für die Zusendung. Ja. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber echt auch interessant, ne? Interessant, also genau. Wenn ihr den hier mal, wie heißt er? Founders Choice. Founders Choice. Irgendwo seht, trinkt den auf jeden Fall. Ja. Nicht also kaufen, aber trinken. Zum Probieren auf jeden Fall gut. Und ich glaube, das ist sowas, gucken wir nochmal in 3 Jahren drauf. Dann, glaube ich, wird es da schon ein paar richtig schöne Sachen geben. Die haben auch noch andere Sachen. Mhm. Da mag bestimmt was zwischen schlummern. Aber jetzt haben wir hier mal so diese Momentaufnahme. Und da kann man erstmal sagen, ist noch Luft nach oben. Aber es ist auch Luft nach oben. Ne? Also da ist jetzt hier nicht Ende im Gelände. Insofern hat gefallen. Tragt es euch in den Kalender ein, in 3 Jahren, ja, auf den Tag genau. Schickt uns dann zu, was, was dann gerade so... Besuchen wir die Jungs nochmal, den guten Herrn Kotzburg. Versprich nicht zu viel. Ja. Dann ist ja gut. Ist in diesem Sinne, wir haben Spaß gehabt. Hoffentlich ihr auch. Vergesst nicht zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.